Ich hatte vor 2 Jahren oder im Alter von 29 meine erste Krebserkrankung. Das war der sogenannte triple-positive Mammakarzinom. Die Behandlung hat insgesamt fast ein bisschen mehr als ein Jahr gedauert und war dann abgeschlossen. Und der neue Krebs hat sich dann eben so bemerkbar gemacht, dass ich einen epileptischen Anfall erlitten habe. Genau. Und da wurde ich dann direkt ins Krankenhaus, in die Notaufnahme gebracht. Nach dem epileptischen Anfall ziemlich schnell folgte dann die Operation. Also es hat sich dann ziemlich schnell durch diverse Untersuchungen herausgestellt, dass es eben ein neuer Hirntumor war, der den epileptischen Anfall ausgelöst hat. Und der wurde dann auch nur Tage später rückstandslos entfernt durch eine OP, genau. Etwa 7000 Menschen erkranken pro Jahr in Deutschland an einem Gehirn- oder Rückenmarkstumor. Rund 2000 Menschen erkranken pro Jahr in Deutschland an einem Sarkom. In etwa 1600 Menschen in Deutschland sind pro Jahr von einem Mesothelium betroffen. So wie bei der Frau Schindler ist es tatsächlich nicht so selten, dass ein erstmaliger epileptischer Anfall ein Anzeichen einer Hirntumorerkrankung ist. Und das muss nicht immer gleich ein sogenannter großer epileptischer Anfall sein. Das können vorübergehende Sensibilitätsstörungen sein, die wandern von der Hand zum Arm über die Körperhälfte. Das können fokalmotorische Anfälle sein, wo es nur zu umschriebenen Zuckungen der Hand oder des Fußes, des Beins, des Arms kommt. Aber auch ganz andere Symptome wie Kopfschmerzen, morgendliche Kopfschmerzen vor allem, morgendliches Erbrechen kann hinweisen auf einen gesteigerten intrazerebralen Druck durch den Hirntumor verursacht. Sprachstörungen, Konzentrationsstörungen und nicht selten einfach Wesensänderungen, die den Angehörigen auffallen, die nicht so gut zugeordnet werden können und in der bildgebenden Kontrolle oder bildgebenden Untersuchung oder auch in der neurologisch-klinischen Untersuchung lässt sich dann ein bestimmtes Störungsmuster nachweisen oder dann in der Bildgebung eben der Hirntumor nachweisen. Wir haben dann im interdisziplinären Hirntumorboard, wo dann die ganzen Spezialisten dabei sind, da sind die Strahlentherapeuten, die Onkologen, die Neuroradiologen und eben auch die Neurochirurgen und dann gemeinsam festgelegt, dass diese Gott sei Dank solitäre, das heißt, es gab nur eine Raumforderung im Gehirn, die sich operieren ließ, ohne wesentliche Schäden dadurch zu verursachen. Und haben uns dann entschieden, das zu machen, der Patientin das empfohlen. Und dann wurde bereits wenige Tage später der Hirntumor glücklicherweise vollständig reseziert. Und die Patientin hat sich dann wirklich sehr, sehr rasch erholt. Also wir wägen sehr sorgfältig ab, die Lage und die Position und Ausdehnung des Tumors, bei jedem Patienten sehr individuell. Und legen daran fest, ob eine Operation sicher für den Patienten möglich ist oder nicht. Dann muss natürlich auch abgewogen werden an den Bildern, ist das eine Tumorerkrankung mutmaßlich, die sinnvollerweise operiert wird oder eine Tumorerkrankung, die vielleicht auf andere Verfahren gut anspricht. Und sollte aber eine Operation sinnvoll erscheinen, bereiten wir eben mit der Navigation, mit den MRT, CT-Aufnahmen, die wir alle haben, eine solche Operation entsprechend vor. Vor allem ist es immer mehr möglich, auch Operationszugänge zu wählen, die kleiner, schonender sind, da wir immer präziser durch verschiedene unterstützende Maßnahmen Operationen vorbereiten können, aber auch in der Operation Möglichkeiten haben, zum Beispiel Funktionen elektrisch zu überwachen, die ansonsten der schlafende Patient womöglich riskieren würde, bei der Operation geschädigt zu werden. Und dadurch sind die Operationen schonender, die Resektionsausmaße, das heißt, inwieweit man den Tumor entfernen kann, günstiger geworden und damit auch die Behandlung besser.
Ich habe das Glück, dass bei mir ziemlich gute Heilungsprozesse vor sich gehen. Also ich konnte in der gleichen Woche, in der ich operiert wurde, bereits entlassen werden. Auch weil mein Mann eben als Betreuungsperson zur Verfügung stand. Und genau, also man ist schon eingeschränkt. Also wenn man genau hingucken muss, also die Aufnahme, das Sehen, vor allem auch mit digitalen oder mit Bildschirmen, war anstrengend und schwer. Also SMS schreiben, WhatsApp schreiben, digital kommunizieren war eine Zeit lang wenig möglich und hat sich aber dann Gott sei Dank schnell gebessert. Prinzipiell besteht die Therapie der Hirntumorpatienten aus drei Säulen. Das erste ist meistens die Operation, wenn das möglich ist. Das zweite ist die Strahlentherapie und das dritte ist die Chemotherapie. Die Chemotherapie beinhaltet inzwischen sehr viele verschiedene Substanzen. Das sind zum einen die klassischen Zytostasen, die man schon lange Jahrzehnte anwendet. Dann die Antikörpertherapien, die moderneren Medikamente, wo auch eigentlich jedes Jahr neue Substanzen wieder dazukommen, die wir einsetzen können. Und das dritte sind die Immuntherapien, nach denen die Patienten auch oft fragen, weil sie in den Medien viel darüber lesen. Im Bereich der Chemotherapie hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Neben den klassischen Zytostasen, die wir schon seit vielen Jahrzehnten einsetzen, gibt es inzwischen sogenannte Antikörpertherapien. Die setzen wir meistens in Zweit- oder Drittlinie ein, nachdem wir vorher das Gewebe des Patienten in der Neuropathologie genau untersuchen lassen. Das wird tatsächlich bis auf die molekulare Ebene untersucht und festgestellt, was für Veränderungen in diesen Tumorzellen bestehen und mit welchen Antikörpern wir diese Veränderungen nutzen können, um die Tumorzelle umzubringen. Die Patienten fragen auch sehr häufig nach Immuntherapien. Dazu muss man aber sagen, dass diese Immuntherapien noch keine etablierten Therapien in der Hirntumortherapie sind, sondern nur im Rahmen von Studien angewendet werden. Hirntumore werden im günstigen Fall operiert. Die meisten bösartigen Hirntumore müssen nachbestrahlt werden, weil man am Gehirn natürlich nur sehr, sehr sparsam operieren kann und dort die Rückfallraten sehr hoch sind. Und mittels Bestrahlung können wir den Patienten in der Regel völlig andere Perspektiven bis zur Heilung ermöglichen. Was wir zusätzlich noch anbieten können, ist das Tumortherapie-Feldersystem, das jetzt seit einigen Jahren angewendet wird bei speziellen Hirntumoren in der Ersttherapie nach Operation und Bestrahlung. Da bekommen die Patienten eine oft als Elektrohaube bezeichnete Haube auf den Kopf gesetzt, die sie tatsächlich dauerhaft und möglichst jeden Tag tragen. Und über diese Anwendung des elektrischen Stroms soll die Zellteilung der Tumorzellen so gestört werden, dass die Tumorzellen zugrunde gehen. Mein Eindruck vom onkologischen Zentrum bei den Barmherzigen Brüdern ist eigentlich durchweg nur positiv. Ich habe mich auch während meiner Krankheit oder meiner Krankheiten auch gut vernetzt und kenne daher sehr, sehr viele Verlaufsgeschichten oder Diagnosegeschichten oder Arzt-Patient-Kommunikationsgeschichten, auch einfach weniger zufriedenstellend sind. Und das habe ich hier Gott sei Dank nicht erlebt. Also hier, denke ich, wird man gut aufgenommen. Und mit den Ärzten, mit denen ich Kontakt hatte, die haben mich auch einfach immer klar und deutlich aufgeklärt, was der Weg ist, den man gehen muss oder den man gehen sollte, müssen, tut man nichts. Also prinzipiell war es so, dass wir hier uns von Anfang an einfach gut aufgehoben gefühlt haben. Man muss wirklich sagen, dass egal mit wem wir Kontakt hatten, wir hatten durchwegs das Gefühl, dass da jemand da ist, der A, sich auskennt und B, der einfach auch will, dass man selber quasi irgendwie das Maximale rausholt.
Und das war für jemanden, der quasi ja in solche Krankheiten auch reinstolpert, das ist ja nichts, was man von langer Hand plant, war das ein Gefühl der Sicherheit, das wirklich gut war. Also indem auch wir uns dann einfach ein Stück weit zurücklehnen können und sagen, okay, wir wissen, dass wir in guten Händen sind. Und das ist dann in so Zeiten der Unsicherheit einfach ganz, ganz wichtig. Ja, es ist natürlich wichtig, dass man einfach auch einen persönlichen Draht zu den Patienten und auch zu den Angehörigen gewinnt, dass die Situation so ist, dass man auch eine Hoffnung und eine Zuversicht vermitteln kann, dass man durch die Therapie für den Patienten ganz, ganz wesentlich eine Verbesserung erreichen kann. Und ich glaube, in der Krankheitsverarbeitung ist die Psychoonkologie auch eine ganz, ganz wichtige Einrichtung. Das heißt, wir haben hier im onkologischen Zentrum Psychologen, die auf Tumorerkrankungen spezialisiert sind und auch den Umgang mit Patienten mit Tumorerkrankungen, auf die Ängste und Sorgen der Patienten eingehen können und somit dann auch ganz wesentlich zur Krankheitsbewältigung beitragen. Denn neben der geeigneten Therapie, die noch so gut sein mag, ist natürlich das Eingehen auf die Sorgen und Ängste eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die wir auch als solche erkennen, denke ich. Sarkome sind ja grundsätzlich sehr seltene Erkrankungen. Statistisch ist es so, dass ein niedergelassener Orthopäde ein Sarkom in seinem gesamten Berufsleben nur ein- oder zweimal als erster diagnostiziert. Das hat zur Folge, dass natürlich viele sich gar nicht damit auskennen, weil es so selten ist. Und das macht aber dann Sinn, dass die, die das können und die sich schon seit Jahrzehnten damit beschäftigen, in einer Abteilung ihre Expertise zusammentragen und dort eine solche Behandlung dieser Tumoren vornimmt. Das ist hier in Regensburg bei den Barmherzigen Brüdern seit dem 1. April 2019 der Fall. Wir haben also ein Sarkomzentrum gegründet und arbeiten nahezu ausschließlich mit Patienten mit gut, aber vor allen Dingen auch mit bösartigen Tumoren mit Sarkomen. Was ist der Unterschied eines Sarkoms zu einem Karzinom? Ein Sarkom ist ein Tumor, der ausgehend ist vom Knorpelgewebe, vom Knochengewebe oder vom Muskelgewebe, also von den Weichteilen vom Skelettsystem, nicht von der Leber oder von der Lunge, das sind die inneren Organe, dort können Karzinome entstehen, das andere sind die Sarkome. Das Besondere daran ist, dass Sie, wenn Sie die entfernen müssen, ein bösartiger Tumor muss in aller Regel entfernt werden, dass man dann natürlich überlegen muss, wie kann ich das rekonstruieren? Und das kann eine solche Abteilung wie ein Sarkomzentrum. Der Tumor kann ja eigentlich jede Altersgruppe befallen. Kinder, Jugendliche, Erwachsene und auch sehr alte Menschen. Bei Kindern erleben wir häufig, dass sie kommen und sagen, ich bin einfach nur auf dem Schulhof gestürzt, hatte einen kleinen Sportunfall und dieser wird dann zunächst oft mit einer Salbe, die sich ja noch in der Hausapotheke befindet, behandelt. Und wenn die Beschwerden dann nicht weggehen, dann sucht man üblicherweise nach 3, 4, 5 Wochen einen Arzt auf und der führt dann meistens eine Röntgenuntersuchung durch und schickt die Patienten in unsere Ambulanz und dann wird die Verdachtsdiagnose eines Tumors gestellt. Aber auch bei Erwachsenen kann man das haben. Patient hat schon seit Wochen Rückenschmerzen. Man denkt natürlich zuerst an das Häufige, an einen Bandscheibenvorfall, an eine Verspannung, eine Blockierung. Und erst bei der genauen, detaillierten Untersuchung stellen wir dann fest, da steht ja was anderes dahinter. Und die Bildgebung, die Röntgen, die Kernspintomographie bringt dann die sichere Diagnose. Wenn die Patienten dann zu uns kommen ins Krankenhaus, ist oft die erste Diagnostik der Wahl, aber dann schon die Kernspintomographie. Warum die Kernspintomographie? Weil man mit diesem Verfahren so gut Weichteile darstellen kann. Und das ist ganz wichtig. Diese Tumoren sind oft schon sehr ausgedehnt, also oft 10, 15 Zentimeter groß. Und wir müssen wissen, wie weit die Nachbarstrukturen mit beeinflussen. Geht es zum Beispiel in die Nervenfaser mit rein, in die Gefäße oder in die Knochenhaut? Also sind Nachbarstrukturen, Nachbarmuskelgruppen mit infiltriert? Und das genau muss der Chirurg wissen, wenn er es dann den Patienten auflegt für die Operation. Wir müssen natürlich vor der Operation auch ausschließen, dass es zu keinen Tochtergeschwülsten gekommen ist, sogenannten Metastasen. Und dafür wird die Computertomographie verwendet. Da macht man ein CT vom Thorax und vom Abdomen, also vom Brustraum und vom Bauchraum, um zu gucken, sind denn da noch Absiedlungen in der Lunge oder in der Leber, was wichtig ist natürlich und entsprechend andere Therapie dann nach sich ziehen würde.
ganz wichtig ist, dass man die Bilder nicht nur erbringt und dann einen schriftlichen Befund veräußert, sondern dass man wirklich auch zusammen mit den Kollegen die Bilder bespricht. Das ist ganz wichtig. Der Chirurg muss anhand der Bilder zusammen angucken, wie sind die Strukturen infiltriert, wie schaut es aus mit den Gefäßen, wo sind wichtige Befunde, die vielleicht kritisch sein könnten für die Operation. Und das kann man eigentlich nur am Bild machen. Das wird dann zusammen mit den Kollegen in einem Tumorboard und der eigenen Besprechung gemacht. Die Diagnostik der Bilder, also die Beurteilung, was steckt da überhaupt dahinter, ist relativ kompliziert und schwierig und setzt eine große Erfahrung des Orthopäden, aber insbesondere auch des Radiologen voraus. Wenn er die Bilder hat oder wir die Bilder haben, dann schauen wir schon, wo wird etwas verdrängt, wo sitzt dieser Tumor, sitzt der in der Muskulatur, geht der vom Knochen aus, hat der einen engen Bezug zu den Gefäßen oder zu den Nerven, wichtige Strukturen, die wir dann natürlich nicht schädigen dürfen. Und wenn wir dieses Bildmaterial komplett haben, dann wäre der nächste Schritt, und der muss sehr schnell erfolgen, dass wir dann eine Gewebeprobe aus diesem Areal nehmen und das unter dem Mikroskop untersuchen lassen von der Pathologie. Also wenn die Diagnose jetzt gesichert ist, das heißt durch den Orthopäden, der die Gewebeprobe entnommen hat, durch den Radiologen, der die Bilder beurteilt hat, und durch den Pathologen, dann geht es darum, möglichst rasch mit der Therapie zu beginnen. Früher war das etwas anders, da hat man ohne Chemotherapie, also ohne Medikamentenbehandlung, eine Extremität, ein Bein, ein Arm einfach abgetrennt. Das führte natürlich zu einem enormen Funktionsverlust und zu Einbußen bei den Patienten. Heute geht es darum, die Spezialisten, den Onkologen, den Strahlentherapeuten und den Operateur mit ins Boot zu holen, um dann für den Patienten ein möglichst gutes, effektives Konzept zu entwickeln. Wie kann er seine Funktion erhalten? Wie kann er das Ganze überleben? Und letztendlich auch, wie kann er das so gut überleben, dass am Ende auch seine Lebensqualität möglichst hoch ist? Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Die Operation an sich ist für den Patienten ein unerlässlicher Baustein in der Therapie von Sarkomen. Die Operation kann stattfinden im Bereich der Arme, der Beine, aber auch des Rumpfes, also Becken, Wirbelsäule. All diese Organsysteme, diese Skelettabschnitte können mit betroffen sein. Bei den größeren Tumoren, die zum Beispiel im Beckenbereich liegen, ist es wichtig, dass wir angrenzende Disziplinen, also zum Beispiel vom Bauchraum, die Viszeralchirurgen oder die Urologen mit im Boot haben. Die Gefäßchirurgen sind ein wichtiger Bestandteil. Und wenn man einen größeren Defekt setzen muss, weil der Tumor vielleicht schon durch die Haut hindurchgewachsen ist, ist es sehr sinnvoll und sehr gut, dass wir auch eine plastische Chirurgie hier im Haus haben, die dann diese Bereiche decken können, mit Muskellappen oder mit Hautlappen decken können, damit wir die Wunde wieder komplett verschlossen bekommen. Strahlentherapie spielt bei Sarkomen ergänzend zur Operation eine sehr wichtige Rolle. Die meisten Sarkome werden ja operiert, und wenn Sarkome klein sind und komplett entfernt werden, dann sind sie damit auch geheilt. Leider ist es so, dass sehr viele Sarkome uns in lokal fortgeschrittenen Stadien begegnen, wo die Operation keine Gewähr mehr auf langfristige Heilung bietet. Und in diesen Fällen müssen wir zusätzlich die Strahlentherapie einsetzen. Das geschieht in zweierlei Art. Entweder wir bestrahlen vorbereitend vor einer Operation, um den Tumor zu verkleinern, um seine Ausbreitung zu reduzieren und ihn besser operabler zu machen. Oder wir bestrahlen nach durchgeführter Operation. Es gibt auch Tumore, die nicht operiert werden können, weil sie tief liegen oder weil der Patient zu alt oder zu krank ist. Mit der hochdosierten Bestrahlung ist es möglich, diese Tumore, die nicht mehr operabel sind, auch mittels Strahlentherapie zu kontrollieren. Wenn die Dosis hoch genug appliziert werden kann, können wir so einen Tumor entweder weitgehend zerstören oder so weit schrumpfen lassen, dass er nicht mehr weiter wachsen kann. Bei manchen Sarkomen kommt nur eben eine Operation in Frage. Bei manchen sollten wir eine Systemtherapie, eine Infusionschemotherapie durchführen vor der Operation und nach der Operation. Somit können wir Patienten eine reelle Chance zu längerem Leben verschaffen. Gesamtdauer kann sich sogar bis zu
gut neun Monaten strecken. Die Patienten sind aber nicht die ganze Zeit bei uns auf Station in der Klinik. Die kommen dann zwischendurch auch nach Hause, müssen zwischendurch auch Physiotherapiebehandlung absolvieren. Das heißt, zwischen den Therapieblöcken hat man Woche bis zwei Wochen Zeit, um sich zu erholen. In dieser Konstellation erreichen wir heute bei vielen Patienten, nicht bei allen, aber bei vielen Patienten, dass sie nicht nur kurz danach überleben, sondern dass die Krankheit tatsächlich besiegt werden kann. Das erfordert von den Patienten oft eine große Geduldsprobe, aber auch von den Angehörigen, von den Eltern, von den beteiligten Partnern und letztendlich die Ärzte und die Pflege auch, die das ja auch mitbegleiten wollen. Wir zeigen Ihnen im Folgenden eine junge Dame, die mit 16 an einem Tumor erkrankt ist und die heute, wie Sie sehen werden, wieder mitten im Leben steht. Genau, also damals war ich 16 Jahre alt, das war im Mai, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Da hatte ich dann Rückenschmerzen hinten und an der linken Seite. Und die sind am Anfang immer ganz kurz gekommen und dann waren sie wieder weg. Und irgendwann kam es halt immer mehr und immer mehr. Und dann kam auch eine kleine Schwellung am Rücken. Und dann habe ich gedacht, gehe ich doch mal zum Arzt. Weil jeder 16-Jährige hat doch heute Rückenschmerzen. Man wächst ja auch und genau. Und dann im Oktober bin ich nochmal zum Orthopäden gegangen und der hat mich dann geröntgt. Und dann hat er mir ein MRT reingeschickt. Und da hat man eigentlich schon gesehen, okay, da ist ein Tumor. Man wusste aber nicht, ist er gut oder bösartig. Und dann bin ich direkt am nächsten Tag nach München gefahren. Dort hat man auch die Biopsie genommen. Und genau, zwei Wochen später kam dann die Diagnose Ewing-Sarkom, Knochenkrebs. Das ist eigentlich sehr komisch, wenn ich das Leuten erzähle, aber ich war erstmal beruhigt und erleichtert, weil jetzt wusste man endlich, was ich habe. Dazu gibt es dann auch eine Therapie. Dann mache ich die Therapie und mir geht es wieder gut. Und klar war es auch nebenbei auch ein Schock, was es war, aber eher die Erleichterung. Sie haben mir gesagt, welche Therapie ich machen muss und ich mache das. Für mich gab es keine andere Option und für mich gab es auch nie die Option, dass es scheitern wird. Klar, jetzt war es auch mit ein paar Umwegen, aber im Endeffekt ist jetzt alles gut. Dann hat man halt gemerkt, ja, ich bräuchte jetzt eine Stammzellspende. Ich habe in der ersten Therapie für mich selber schon Stammzellen gespendet. Und da war so viel übrig, dass man mir zweimal meine eigenen Stammzellen zurückgeben konnte, im Zusammenhang mit einer Hochdosis. Und meine letzte Hochdosis war dann mit den Stammzellen von meinem Bruder Mike. Und mir war es im Endeffekt egal, wie oft es nochmal kommen sollte oder wie oft es noch kommen würde. Aber für mich gibt es immer weitermachen und auch vor allem auch für meine Familie. Wir kämpfen gemeinsam und keiner von irgendjemandem würde aufgeben. Und für mich geht es immer weiter. Also ich gehe auf jeden Fall wieder reisen, was mir sehr Spaß macht. Ich gehe auch jeden zweiten Tag mit meiner Schwester ins Fitnessstudio und mache da ein paar Übungen, die mir gut tun. Und ansonsten viel mit Freunden raus, die Welt erkunden und ja. Also damals, muss ich noch mal sagen, wo ich dann eben die Krankheit hatte, man wusste es noch nicht. Da hatte ich auch am Ende nur noch zwei Stunden vielleicht in der Nacht geschlafen. Und da bin ich auch dann zu meinen Abschlussprüfungen gegangen und auch zu der Arbeit. Und mittlerweile, die haben lange auf mich gewartet und jetzt bin ich wieder dort und ich habe wirklich eine Eingliederung gemacht, dass ich mich langsam wieder dran gewöhnen kann. Und ja, mittlerweile arbeite ich wieder, bin jetzt im zweiten Lehrjahr und mache meine Ausbildung. Und im Führerschein war es auch so, ich wusste immer, wann es meinem Körper gut geht. Ich sage immer, man kennt seinen Körper am besten. Und dann bin ich halt in den Unterricht gegangen, wenn ich wusste, okay, mein Körper geht's gut und es sind nicht so viele Leute da. Und dann schaffe ich das auch. In den seltenen Tumorerkrankungen gehört auch das Pleuramesetheliom. Beim Pleuramesetheliom ist das Brustfell, das ist die äußere Schicht der Lunge und die innere Tapete des Brustkorbs von einem bösartigen Tumor befallen. Häufig Ausgangspunkt für diesen Tumor sind Asbestkontakte in den frühen 70er und 60er Jahren, die dann häufig auch als Berufserkrankung anerkannt werden, da häufig dieser Asbestkontakt im Berufsleben stattgefunden hat.
Berufe, die häufig mit Asbest in Kontakt gekommen sind, sind in unserer Region hauptsächlich Leute, die in Kraftwerken gearbeitet haben, weil in Kraftwerken sehr häufig die Isolation der Rohre mit Asbest stattgefunden hat. Aber auch viel in der Bauindustrie wurde Asbest verwendet, im Schiffbau wurde Asbest verwendet, um im Grunde genommen diesen leichten und nicht brennbaren Baustoff Asbest zu verwenden. Symptome für das Pleuramesitium sind meistens die Luftnot, weil mit dieser Tumorausbildung sich häufig auch Wasser um die Lunge bildet und dann die Lunge komprimiert und dann es zur Luftnot bei dem Patienten kommt. Mesitiome sind bösartige Tumoren des Brustfells. Das Brustfell ist die äußere Schicht der Lunge. Und wenn dieses Brustfell von einem bösartigen Tumor befallen ist, dann besteht die Aufgabe für den Chirurgen, dieses Brustfell vollständig bei einer Operation zu entfernen. Dadurch, dass der Tumor sehr diffus wächst, ist die Operation sehr aufwendig. Man muss das gesamte Brustfell entfernen, man muss teilweise Zwerchfell und Herzbeutel entfernen. Die Operationen dauern sehr lange, sie sind also auch für den Patienten sehr anstrengend und daher gestaltet sich die postoperative Phase auch etwas länger im Vergleich zu einfachen Operationen. So liegen diese Patienten nach solchen Operationen schon 2 bis 3 Wochen im Krankenhaus zur Erholung. Bei allen Operationen ist es natürlich das Ziel, dass der Patient möglichst früh mobilisiert wird. Also wir versuchen den Patienten schon am ersten Tag nach der Operation an die Bettkante zu setzen und dann natürlich schnell wieder auf die Beine zu bekommen, damit er sich gut mobilisieren kann. Ein neuer Ansatz zur Therapie dieser diffus wachsenden Tumoren ist, dass wenn man den Tumor entfernt hat, dass man die Wundfläche, also den Brustkorb innerhalb, noch mit einer Chemotherapielösung spürt, die man auf 42 Grad erhitzt, um damit auch die letzten Tumorzellen abzutöten. Wir haben sehr viele dieser Patienten schon behandelt, weil man schon immer wusste, dass wir hier ein Zentrum für die Behandlung solcher Tumoren sind, weil wir eben als zusätzliche Therapie auch diese Spülung mit der heißen Chemotherapie durchführen. Dadurch haben wir schon seit über mehreren Jahren Patienten, viele Patienten, die am Pleuramesitium erkrankt sind. Mir persönlich wichtig ist in der Behandlung von Patienten mit Lungenkrebs die interdisziplinäre Behandlung dieser Patienten, dass wir diesen Patienten im Team behandeln, dass also nicht nur der Chirurg oder allein der Onkologe diesen Patienten sieht, sondern dass man diese Patienten immer aus mehreren Blickwinkeln, aus mehreren Fachrichtungen sieht, um ihm die beste Therapie angedeihen zu lassen. Ziel der Therapie ist es natürlich immer, die Tumorerkrankung vollständig zu behandeln und zu beheben. Das gelingt nicht immer, aber in vielen Fällen, gerade in den Frühstadien der Tumorerkrankung, können wir doch dem Patienten sehr viel Hoffnung geben, weil häufig dann dieser Tumor auch völlig ausheilt.